Warum erscheinen Blogs schneller bei Google als herkömmliche Websites? Mein Name ist Philipp Saum, ich bin von der IDEMO Agency, Sie schauen websitemarketing.ch. Wenn Sie bloggen, haben Sie es vielleicht schon gemerkt, sonst natürlich nicht, dass wenn Sie einen Post abschicken, also einen Beitrag, dass der dann mehr oder weniger sofort bei Google im Index steht, das heißt, Sie bei Google gelistet werden. Das natürlich nicht, wenn Sie jetzt heute mit einem neuen Blog starten, sondern der muss etabliert sein, der muss guten Content haben, logischerweise keine Kopie sein von irgendwelchen anderen Inhalten. Also sich an alle Regeln der Suchmaschinenoptimierung halten, ist ganz wichtig. Aber ein Blog hat einen Vorteil, dass er eben schneller indexiert wird. Geht natürlich auch nicht für alle Seiten, aber halt für eine normale Corporate-Site eben schon. Warum ist das so? Das hat mit den Ping-Services zu tun. Ping Services sind sogenannte Instrumente, die Ihnen helfen, wenn Sie so einen Post abschicken, den an Directories, also Verzeichnisse, die Blogs enthalten, aber eben auch an die Suchmaschinen rauszuschicken, um denen zu sagen, hallo, ich habe wieder was Neues auf meiner Seite drauf. Warum ist das für Google interessant? Klar, Google muss da nicht hingehen und schauen, gibt es was Neues, gibt es was Neues, gibt es was Neues. Nein, Google weiß, jetzt ist was Neues drauf, jetzt gehe ich hin. Spart denen den Aufwand. Spart Rechenleistung. Das heißt, für Google ist das ein Vorteil, darum funktioniert das auch recht gut. Nun, wie geht das, wenn ich so einen Blog habe? Wie kann ich überhaupt solche Pings verschicken? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Feedburner ist sicher was, also das RSS-Tool, das ja auch Google gehört, aber eben zum Beispiel auch im WordPress-Blog kann ich das selber einrichten, also im CMS hinten drin. Welche Dienste gibt es hier? Wenn Sie noch Ping-Dienste suchen, da kommt sie hier zum Beispiel auf so eine relativ lange Liste. Ich scroll hier mal runter. Das hört dann auch kaum mehr auf von solchen möglichen Ping-Services. Ist natürlich ganz entscheidend, dass Sie hier die richtigen auswählen. Die einen sagen, je mehr, desto eher kriegen Sie Besucher oder desto mehr Besucher kriegen Sie. Ich will mal sagen, ich bin im deutschsprachigen Bereich. Es reicht dann, wenn ein Englischsprachiger dabei ist. Da konzentriere ich mich beispielsweise auf Technorati und dann will ich vor allem die deutschsprachigen Ping-Dienste anpingen. Da haben wir hier beispielsweise einen Word-Blog ist so ein Ping-Dienst. Wenn ich jetzt wissen will, wo ich das einrichten muss, gehe ich in meinen WordPress-Admin, scrolle dann da mal ganz runter bis zu Einstellungen und klicke hier auf Schreiben. Komme dann hier auf die Seite. Scrolle dann auch hier wieder ganz runter und hier im untersten Bereich drin, ich ziehe das mal ein bisschen auf, damit man unsere Liste sieht, hier in dem Bereich drin sehe ich eben diese Ping-Services, wo ich diese ganzen URLs eingeben kann. WordPress nennt das Update-Service, kein Ping-Service, egal, hier kommen die URLs rein und das sind dort die, die wir genommen haben. Sie sehen hier sehr schön, es hat Technorati als einzigen Englischen drin und der Rest ist dann Deutsch, Schweizerisches gibt es, soviel wir wissen, leider keinen drin. Also hier einrichten, eintragen und dann werden auch Ihre Posts rassig bei Google angezeigt bzw. indexiert und dann vielleicht sogar gelistet. Bei uns ist das schon so, dass wenn ich einen Post rausschicke, der sicher bei Blog Search so voll drin ist, wir lassen die auch an die Google News raus, auch ganz wichtig. Oftmals werden wir auch damit gefunden, aber eben auch über den Ping-Service. Das heißt, wenn ich einen Post rausschicke, also den abspeichere, rauslasse, online stelle, dann geht es ein paar Sekunden, vielleicht eine Minute, dann finde ich den bereits bei Google wieder. Das funktioniert und dann generiere ich natürlich sofort Besucher. Das ist sowieso, wenn ich Aktualitäten habe, extrem wichtig. Wenn ich also über was schreibe, das gerade jetzt passiert, möchte ich natürlich, dass ich auch gerade jetzt bei Google auffindbar bin. Wichtiger Faktor, wenn ich blogge, das mein Input, da würde mich interessieren, wie ihr diese ganzen Update-Services oder Ping-Services behandelt. Wie immer hier, mein Name ist Philipp Saum, ich bin von der IDEMO Agency und website marketing.ch geschaut.